Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Kevin Helfenstein und ich möchte dir in diesem Video drei Arten von E-Commerce vorstellen und dir einmal mitteilen, wie du am besten langfristig mit diesem gesamten Thema umgehen kannst und wie du langfristig auch wirklich mit E-Commerce arbeiten kannst. Fangen wir erstmal mit den drei Arten an. Es gibt einmal das sogenannte China Dropshipping. Es gibt zweitens einmal das europäische Dropshipping. Und es gibt drittens das Wholesaling gemeinsam mit einem Fulfillment Center. Und wenn wir noch einen vierten Punkt dahin zufügen wollen, was jetzt allerdings nicht mit Dropshipping zu tun hat, ist, dass wir die Ware importieren und selbst verschicken oder über ein Fulfillment Center verschicken. Fangen wir einfach mal an mit dem grundsätzlichen Thema, wie kann ich langfristig überhaupt mit Dropshipping oder generell mit E-Commerce erfolgreich werden? Was muss ich tun? Wie stelle ich mich auf? Und so weiter und so fort. Grundsätzlich haben wir die Problematik, in Anführungsstrichen Problematik, dass wir ab dem 1.7.2021 eine Einfuhrumsatzsteuer in der Europäischen Union bekommen, wo auf jedes Produkt eine Einfuhrsteuer von 19% berechnet wird. Das heißt, aktuell ist es ja so, dass wir einen Einkaufspreis von 22 Euro, dass der zulässig ist und dass der Einfuhrumsatzsteuer befreit in die EU eingeführt wird. Und ab dem 1.7.2021 wird es voraussichtlich so sein, dass ab dann der Artikel besteuert wird mit 19%. Das heißt, wenn du was für 10 Euro kaufst, musst du nochmal 1,19 Euro quasi beim Zoll so gesehen vorab bezahlen, beziehungsweise währenddessen bezahlen, dann kostet der Artikel nicht mehr 10 Euro, sondern 11,90 Euro. Und das ist so der Hintergrund von dem Ganzen. Wie man diese Steuer bezahlt, wird nachher relativ simpel sein. Es gibt eine vereinfachte Zoll- oder eine vereinfachte Einfuhrsteuererklärung. Die kann man, wenn man Händler ist, quartalsweise bezahlen oder wenn man Privatperson ist, direkt bezahlen per Überweisung, per Vorkenntnis und so weiter und so fort. Das heißt, selbst wenn du noch nach dem 1.7. Ware aus China irgendwie importieren solltest und direkt zu deinem Kunden schicken solltest, musst du einfach diese Einfuhrumsatzsteuer als Beispiel quartalsweise bezahlen und die Kunden bekommen es nicht mit, dass die Ware irgendwie aus China kommt, ja, oder die müssen sie auch nicht beim Zoll abholen. Die Zollgrenze bleibt weiterhin bei 150 Euro. Aktuell ist es in Deutschland so, Artikel ab 150 Euro müssen erst verzollt werden. Das war schon immer so und das bleibt auch so. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen Einfuhrumsatzsteuer und es gibt einen Unterschied zwischen dem Zoll. Und das Einzige, was jetzt sich hervorschiebt, ist die Einfuhrumsatzsteuer, die jetzt ab dem 1.7. wieder eintrifft mit 19%. Wie das Ganze umgesetzt wird und ob das Ganze überhaupt richtig umgesetzt werden kann, das steht noch so ein bisschen auf dem Wackeligen. Der Zoll weiß gar nicht, wie sie da hinterherkommen soll, weil es so viel Arbeit wäre, jedes Paket zu kontrollieren bei über 1 Milliarde von Paketen im Jahr. Von daher lassen wir uns einfach mal überraschen, wie das Ganze vonstatten geht oder ob dieser Termin mal wieder verschoben wird. Fangen wir jetzt mal an. Wie würde ich grundsätzlich starten, wenn ich jetzt neu im E-Commerce bin oder wie stelle ich mich grundsätzlich auf? Wir haben ja noch nicht den 1.7.2021 und von daher empfehle ich dir auf jeden Fall zu starten mit E-Commerce mit dem China Dropshipping. Was bedeutet China Dropshipping? Du bestellst auf irgendeiner Plattform, beispielsweise Alibaba, AliExpress, Oberlo oder wie auch immer, bei einem Händler aus China und lässt den Artikel von dort aus direkt zum Kunden schicken und bezahlst den Artikel auch erst dann, wenn der Artikel losgesendet wurde. Das Ganze kommt dann natürlich erstmal aus China. Und warum würde ich damit starten? Gerade als Anfänger ist es eigentlich relativ sinnvoll, weil du dir damit quasi keine hohen Schulden aufbaust, nenne ich das jetzt einfach mal. Das klingt zwar ein bisschen mies, aber du musst nicht groß in Vorkasse gehen. Und solange du diese Möglichkeit noch hast, diese Steuerersparnis zu nutzen bis zum 1.7., würde ich das auch voll ausnutzen. Das heißt, ich würde bis zum 1.7.2021 voraussichtlich das Ganze nutzen und das Ganze durchziehen und da jetzt nicht irgendwie auf die Bremse drücken und sagen, ich muss jetzt direkt mit Europa arbeiten, sondern nein, ich würde wirklich bis zum 1.7. konstant mit China einfach zusammenarbeiten, um Kohle zu machen. Nicht um Kohle zu machen, das sagt man nicht, sondern um Geld zu machen. Ja? Wirklich um Geld zu verdienen. Und wenn du dann wirklich erstmal da an dem Punkt bist, wo du richtig Geld damit verdienst, dann hast du nämlich schon mal ein bisschen Kapital aufgebaut, um dann mit diesem Kapital quasi weiterzuarbeiten, um dir damit langfristig weitere Händler, Produzenten, Hersteller oder wie auch immer zu finden. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist das Thema Dropshipping mit einem europäischen Lieferanten.
Grundsätzlich, ich habe schon ein weiteres Video gemacht, wie du Dropshipping-Lieferanten aus Europa finden kannst. Es ist relativ simpel, man muss einfach nur mal sich ein bisschen anstrengen und ein bisschen die Suche verwenden, die wir kennen, google.de oder auch verschiedene Lieferantenlisten einfach herunterladen. Mit europäischen Lieferanten arbeite ich sehr gerne zusammen, die Kommunikation ist sehr entspannt, die Währung ist auf Euro, man kriegt schöne Rechnungen ausgestellt und die Lieferzeit ist natürlich eine ganz andere. Dropshipping in Europa wird sehr, sehr, sehr häufig für Print-on-Demand-Produkte zum Beispiel verwendet. Das heißt, wir haben ja, ich glaube, 3 Print-on-Demand-Stores, wo wir individuelle Produkte herstellen. Und all diese 3 Produkte, die kommen auch von europäischen bzw. sogar deutschen Lieferanten. Ein Lieferant ist zum Beispiel Flyer Alarm und einer ist sogar Poster XXL. Das heißt, auch mit solchen großen Dimensionen, mit solchen großen Konzernen, Internetplattformen nenne ich das jetzt einfach mal, kann man sich natürlich auch alles auseinandersetzen, um eben auch Dropshipping aus der EU zu betreiben. Der große Vorteil bei Dropshipping aus der EU ist eben einfach, dass auch direkt, nehmen wir mal an, du hast dein Lager in Lettland und die Ware wird direkt von Lettland direkt zu deinem Endverbraucher, zum Endkunden gesendet und auch erst dann musst du die Ware bezahlen, wenn der Artikel quasi losgeschickt wurde. Und du hast natürlich auch eine extrem kurze Lieferzeit. Also natürlich wirst du nicht mit Amazon mithalten können, aber so 3 bis 5 Tage sind schon entspannt und ich denke, das ist auch voll in Ordnung. Die dritte Möglichkeit, Dropshipping zu betreiben, heißt Wholesaling. Was ist Wholesaling? Das ist so eine Art, die ich selbst so ein bisschen entwickelt und erfunden habe, würde ich jetzt einfach mal so sagen, weil ich selber auch so arbeite. Das heißt, wir haben einen großen Lieferanten. Wir haben einen Lieferanten, der sitzt als Beispiel jetzt mal in Litauen. Und dieser Lieferant, der arbeitet so, dass ich ihm 2-mal die Woche eine Bestellliste zukommen lasse. Und in dieser Bestellliste sind meinetwegen jetzt 500 Bestellungen. So. Und er arbeitet so, dass er von sich aus sagt, nee, ich schicke die Pakete nicht einzeln zum Kunden. Da haben wir keine Kapazitäten für. Ich schicke dir die in einem großen Paket und du musst damit weiterarbeiten. Aber du musst nicht bei uns in Vorkasse gehen und jetzt irgendwie erstmal 500 Produkte einkaufen, sondern erst, wenn du mir die Bestellliste schickst, dann packe ich dir das Ganze zusammen und das geht am gleichen Tag noch raus. Verstanden soweit? Also auch eine Art Dropshipping, nur dass es nicht direkt zum Kunden geschickt wird, sondern offiziell zu mir. So, jetzt habe ich allerdings keinen Bock darauf, diese ganzen Sachen selber zu verpacken und ich bin da auch nicht gut drin und ich habe auch nicht das Equipment dafür und auch nicht die Leute dafür. Deswegen schicke ich dieses große Paket, was ich jetzt bekomme, mit diesen 500 Artikeln in ein Fulfillment Center. Und mein Fulfillment Center erledigt das dann für mich. Das heißt, mein Fulfillment Center bekommt Zugriff auf Shopify und bekommt auch diese Bestellliste und kann dann die Artikel einfach nehmen und direkt zum Kunden verschicken und sieht ja genau, welche Bestellungen in diesem Paket enthalten sind. Anhand der Bestellliste kann die Sendungsnummer hinterlegen und los geht's. Das heißt, mit Wholesaling habe ich natürlich jetzt nicht eine extrem kurze Lieferzeit, weil die Ware wird ja erstmal gepackt, dann wird sie von Lettland nach Deutschland ins Fulfillment Center, das dauert wieder einen Tag und dann geht sie am nächsten Tag erst raus zum Kunden. Das heißt, da haben wir eine Verzögerung von einem Tag mit Sicherheit dabei. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil. Aber der große Vorteil, den ich beim Wholesaling habe, ist einfach, dass ich ein bisschen günstiger bin. Und ich bekomme genau 20% auf die Einkaufspreise und die allerdings brauche ich auch, weil ich ja auch das Fulfillment Center bezahlen muss. Das Fulfillment Center bekommt als Beispiel 1 Euro plus 4 Euro Versandkosten plus nochmal 50 Cent irgendwie Verpackung und generell irgendwie ein bisschen was. Und dann sind wir da schon bei 5,50 Euro. So, und jetzt bekomme ich mein Paket für 6 Euro Einkaufspreis, sind wir bei 11,50 Euro und ich verkaufe es für meinetwegen 29,50 Euro. So, und dann habe ich abzüglich Steuern und abzüglich meine Facebook-Werbekosten, habe ich da vielleicht eine Marge von 7, 8 Euro und das mal 500, das ist ja schon mal ganz nettes Geld, was man mal eben so verdient. Und das ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache, wie man mit diesem Wholesaling oder wie man dieses Wholesaling nutzen kann, so nenne ich das jetzt persönlich in meinem Sprachgebrauch, um eben auch effektives E-Commerce zu nutzen. Der vierte Punkt, E-Commerce zu betreiben, ist eigentlich so dieser klassische Punkt, den kenne ich noch so ein bisschen auf Amazon FBA, das machen wir auch. Wir haben ja eine große Kosmetik-Brand, eine große Kosmetikmarke und dort kaufen wir in der Regel im Monat 5.000 Produkte ein. Und diese 5.000 Produkte, die kaufen wir von unserem Kosmetik-Lohnhersteller und die lagern wir dann direkt quasi bei uns im Fulfillment Center ein. Das Problem ist, bei dieser Art vom E-Commerce muss ich stark in Vorkasse gehen. Ja? Das bedeutet, ich muss erstmal 40.000 Euro investieren für diese 5.000 Produkte und diese
40.000 Euro, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber lassen wir das ruhig mal. Und diese 40.000 Euro, die liegen dann da im Fulfillment Center und jetzt muss ich noch Werbung schalten und da muss das Geld erstmal reinkommen. Ja? Das heißt, das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv, aber wenn man natürlich schon ein gutes finanzielles Polster hat, dann kann man sich das durchaus leisten. Man muss allerdings nicht gleich 5.000 Produkte importieren, man kann ja auch erstmal 100 importieren, damit man die Kosten ein bisschen günstiger halten kann. Und wir sind damals so gestartet, weil ich habe direkt damals 2.500 importiert, dass ich erstmal nur die Hälfte gezahlt habe und ich hatte dann 2 Monate Zeit, die andere Hälfte zu bezahlen und dann 2 Monate später habe ich die andere Hälfte bezahlt. Das war natürlich mega gut, weil ich dadurch das Geld eben nutzen konnte, um eben noch in Werbung investieren zu können, damit ich wenigstens liquide bei plus minus null bin, um dann den Rest zu bezahlen und auch den Rest der Ware zu verkaufen. Das heißt, E-Commerce ist immer mehr im Kommen auf jeden Fall und die Leute wollen natürlich auch eine kürzere Lieferzeit. Meine Message mit diesem Video an dich ist, starte mit China Dropshipping einfach, weil es günstiger ist, weil du mehr Kapital dadurch generieren kannst und weniger Kapital benötigst. Dann Punkt Nummer 2 ist, wenn du ab dem 1.7. merkst, okay, es funktioniert nicht mehr oder keine neuen Informationen kommen, kümmere dich rechtzeitig darum, dass du entweder A, wenn du ein richtig gutes Produkt hast, dieses Produkt einfach selbst importierst, in dein Fulfillment Center steckst, denn dadurch sparst du auch noch Kosten, denn wenn du importierst, dann kriegst du das Produkt nicht für 10 Euro Einkaufspreis, sondern vielleicht sogar für 7 Euro Einkaufspreis. Und das rechnet sich bei 2, 3, 4.000 Produkten auf jeden Fall. Wenn du nicht genügend Kapital hast und vielleicht auch noch nicht so viele Verkäufe generiert hast, dann kümmere dich darum, dass du zu dem Zeitpunkt einen europäischen Lieferanten bekommst. Und das ist sehr, sehr, sehr einfach. Hör auf, irgendeine Ausrede zu finden, oh, ich finde keinen europäischen Lieferanten. Es gibt einen. Und Punkt Nummer 3 ist, wenn du keinen europäischen Lieferanten findest, versuche so einen Wholesaler zu finden, um das dann wenigstens so abzuwickeln. Aber grundsätzlich gilt, du findest einen Weg, dein Produkt weiterhin zu verkaufen und ich halte da auch ganz stark dran fest, dass es auf jeden Fall funktionieren wird. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen und den kleinen Einblick geben, welche Arten es vom E-Commerce gibt und welche auf jeden Fall jetzt gerade am lukrativsten sind.